الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alle Ehre gebührt Allah, dem einzig ewig Lebenden, derjenige, der für die Erdbewohner bestimmt hat, dass sie ein Ende haben werden. Hoch erhaben ist er, voller Ruhm und Ehre und Stolz. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und Allahs Segen und Heil sind auf den Propheten Muhammad, demjenigen, der dafür gesorgt hat, dass demjenigen, der zum Himmel aufgestiegen ist. Allahs Segen und Heil sei auf allen Gesandten und besonders auf dem letzten von ihnen und auch auf seinen Nachfolgern und Freunden und Gefährten, die Gottesfürchtigen und Reinen und all diejenigen, die ihnen auf ihren Fußstapfen folgen, bis an den Tag, an dem wir unseren Herrn begegnen werden. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und ich bezeuge, liebe Geschwister, dass er der letzte aller Gesandten und Propheten ist. Liebe Brüder und Schwestern, lasst uns einen Augenblick genießen, der sich abgespielt hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. In dieser edlen Stadt Al-Madinah, in der sich die reinste Gesellschaft befand. Allah sagte über sie, ihr seid die beste Gemeinschaft geworden, die für die Menschen hervorgebracht worden ist. Unter ihnen lebte das reinste aller der Geschöpfe. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ich bin der Führer der Menschheit. Und darin beten sie in einer der edelsten und besten Moscheen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ein Gebet in meiner Moschee ist besser als 1000 Gebete in irgendeiner anderen Moschee, bis auf die Moschee in Mekka. Dieser Hadith ist sahih, muss überliefert worden. Der Prophet betet vor und hinter ihm die besten Gefährten, die es jemals gegeben hat. Allah sagt über sie im Koran lobende Worte an mehr als einer Stelle. Unter anderem sagt er über sie sinngemäß, Allah ist mit ihnen zufrieden. Allah hat über sie viele Ayat im Koran herabgesandt. Und sie selbst haben Wunder gesehen mit eigenen Augen. Manche von ihnen haben Jibril gesehen, alayhi salatu wassalam. Und manche von ihnen haben Zeichen der Stunde, Ankündigung des Propheten a.s. selbst miterlebt. Und manchen von ihnen wurde die frohe Botschaft des Paradieses verkündet, während sie noch auf der Erde umherliefen. Eine Gesellschaft, die zusammenhielt, wie die einzelnen Bausteine eines Hauses zusammenhalten. Sie haben mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren sie auf verschiedenen Feldzügen und haben viele Ländereien befreit und erobert. Und wir befinden uns jetzt im 9. Jahr nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Mekka wurde erst vor kurzem befreit, denn Mekka wurde im 8. Jahr im Ramadan befreit. Und die Menschen sind in die Religion Allahs in Scharen eingetreten. In einer Stadt, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam Folgendes gesagt hat. Er hat gesprochen, dass der Irak befreit werden wird, dass Großsyrien befreit werden wird und andere Ländereien. Und hat gesagt, dass die Leute werden dann, manche von ihnen, aus Medina ausziehen mit ihrem Hab und Gut und mit ihrer Familie, um in den anderen neuen Ländern zu leben. Und dann sagte er, Medina ist aber besser für sie, wenn sie es nur wüssten. Niemand, oder anders übersetzt, jeder, der sie verlässt, weil er eine andere Stadt Medina gegenüber bevorzugt, so wird Allah subhanahu wa ta'ala in Medina jemanden anders bringen, der besser ist als er. Und jeder, der in dieser Stadt Geduld übt, selbst wenn er hungrig ist und selbst wenn es ein Leiden gibt, für den werde ich ein Fürsprecher oder Zeuge sein am Tag der Auferstehung.
So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Sahih Muslim. In dieser Situation erfährt der Prophet alaihi salatu wasalam, dass die Römer ihn vorhaben anzugreifen, die Byzantiner. Und der Prophet alaihi salatu wasalam hatte aber gesagt, nach der Schlacht der Parteien, nach der Grabenschlacht, sagte er, weil sie hatten sie in Medina angegriffen, sagte er, ab jetzt werden wir sie angreifen und nicht mehr sie uns, sondern wir werden ab jetzt zu ihnen gehen. Und deswegen hat der Prophet a.s. dann die Armee vorbereitet, damit sie nach Tabuk gehen. Dort haben sie erwartet, dass sie auf die byzantinische Armee treffen werden. Denn die Erhabenheit und der Stolz gebührt Allah also ganz alleine und danach den Gläubigen, nach dem Gesandten Allahs und den gläubigen Menschen. Das heißt, je nachdem, wie du dich an deinem Herrn festhältst, dementsprechend wirst du Ehre haben und Stolz haben in diesem Leben. Die Tatsache ist aber, dass trotz dieser reinen Gesellschaft, da gibt es immer noch diesen Feind Allahs, Iblis, Allahs Fluch auf ihm und andere Menschen, die unter dieser Gesellschaft gelebt haben und die Übles wollten für diese reine Gesellschaft. Und trotzdem gab es unter ihnen Leute, die Neid hatten. Es gab Leute, die feindselig gesinnt waren. Und es gab unter ihnen Leute, die schlecht gesprochen haben über andere. Und es gab Leute unter den Heuchlern, die versucht haben, Zwietracht zu stiften. Und ihr wisst, dass wenn Iblis es nicht schafft, den gläubigen Menschen dazu zu bringen, eine Sünde zu begehen, dann versucht er ihn reinzulegen, indem er ihn dazu bringt, etwas Gutes zu tun, aber er verleitet ihn durch diese gute Tat zu etwas Schlechtem. Wie? Das werden wir jetzt sehen. Es gibt einen Mann namens Abu Amir, und das überliefert uns Ibn Abbas und andere, dass diese Person, sie war unter anderem Grund dafür mit Huyay ibn Akhtab, dass sie sich versammelt haben, die Parteien, gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina. Die berühmte Parteienschlacht. Nachdem Allah Azza wa Jal den Muslimen zu Sieg verholfen hat, ist er abgehauen nach Rom und wollte sie um Hilfe bitten, damit sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam besiegen und die gläubigen Menschen. Bevor er das aber gemacht hat, hat er Folgendes sich überlegt. Er hat sich überlegt, was kann ich tun, um diesen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft zu zerstören? Was kann ich machen? Wenn ich etwas Sündhaftes anordne, dann wird das auffliegen. Deswegen hat er ihnen etwas angeordnet, was dem Anschein nach, dem Äußerlichen nach, etwas Gutes ist, eine gute Tat war. Er hat den Leuten gesagt, 12 von den Leuten von den Ansar gesagt, hört mal zu, baut bitte eine Moschee. Baut eine Moschee in der Nähe von Quba, weil manchmal, wir sind alt, manche sind von alt von uns, und manchmal regnet es und dann gibt es Wasserlachen und dann können wir nicht zur Moschee laufen. Und deswegen baut bitte eine Moschee. Und als sie fertig waren, haben sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, kannst du bitte zu uns kommen, damit du für uns darin betest und für uns um Segen bittest. So haben sie zu ihm gesagt. Damit du für uns um Segen darin bittest. Denn ihr wisst, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwo gebetet hat, dann jeder möchte darin beten gehen. Und so haben sie die Moschee gebaut und den Propheten sallallahu alaihi wasallam gerufen. Und da wollte sie zur Rechenschaft weisen, warum bauen sie eine neue Moschee neben Quba direkt, was soll das? Dann, weil man darf normalerweise nicht direkt nebenan, weil das führt zur Spaltung. Da haben sie gesagt, ja, weil so und so, weil wir haben alte Leute und manchmal regnet es. Und er wollte ihnen fast entgegenkommen und sagte, okay, ich bin jetzt beschäftigt, inshallah, wenn ich nach der Schlacht mit den Römern zurückkomme, dann werde ich das machen. Und er wollte schon, und dem Moment hat Allah Azza wa Jal eine Aya im Koran herabgesandt, in der es folgendermaßen heißt, und es gibt auch diejenigen, und subhanallah, diejenigen, von denen Allah spricht, sind 12 Menschen, namentlich erwähnt in den Überlieferungen. Bei Allah geht niemand verloren. Und es gibt auch diejenigen, die sich eine Moschee genommen haben in der Absicht der Schädigung. Und aus Unglauben, denn er war Allah und sein Gesandten gegen Ungläubig, dieser Abu Amr, und zur Spaltung der Gläubigen, damit nicht alle Muslime zusammen beten. Und zur Beobachtung für denjenigen, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg geführt hat, bei der Parteienschlacht. Zur Beobachtung, das ist sein Platz innerhalb der Medina, innerhalb der Stadt Medina, damit er von dort aus agieren kann und von dort aus anordnen kann. Und sie werden ganz gewiss schwören, wir haben nur das Beste gewollt.
Doch Allah bezeugt, dass sie fürwahr Lügner sind. Und Allah sandte danach herab, Lataqum fihi abada, das bedeutet, bete darin niemals. Oder wortwörtlich, stell dich darin niemals auf. Stell dich darin niemals auf. Ihr merkt, liebe Geschwister, dass das eigentliche Ziel dieser Person war, die Muslime zu spalten. Und deswegen, jede Tat und jede Aussage, die letztendlich dazu führt, dass man einen Muslim von seinem Bruder trennt oder einen Muslim von seiner Ehefrau trennt oder einen Muslim von seinem Vater trennt oder wie auch immer, ist, Gott bewahre, eine Nachahmung dieser üblen Gemeinschaft, die es damals gegeben hat. Und jeder, der so etwas macht, in Wort oder Tat, hat, Gott bewahre, eine Eigenschaft dieser Heuchler in sich, gemäß seiner schlechten Absicht. Je mehr er macht, desto schlechter ist es. Meine lieben Brüder, wie kann man solche Probleme meiden? In zweierlei Hinsicht. Erstmal, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Aber wenn es ein Problem gibt, dann braucht es dafür Männer, die solche Probleme beseitigen. Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam war das Problem schon da. Die Moschee wurde gebaut. Was hat er gemacht? Er hat den Abriss angeordnet. Weg. Und er hat gleichzeitig dafür gesorgt, dass solche Sachen nicht nochmal passieren. Und so hat er uns über die Eigenschaften solcher Leute mitgeteilt. Und er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, Hadith von Asma bint Yazid, Hadith von Muslim Imam Ahmad beriefert und im Haqqun davon sagten, es Hassan, Sheikh al-Albani auch, rahimahullah. Der Prophet sagte, soll ich euch nicht mitteilen, wer die Übelsten unter euch sind? Es sind diejenigen, die Zwietracht häufig unter den Leuten stiften. Es sind diejenigen, die die Beziehung zwischen den geliebten Geschwistern zerstören. Und es sind diejenigen, die gerne möchten, dass die unschuldigen Menschen Sünden begehen. Es sind diejenigen, die häufig Zwietracht stiften unter den Menschen. Es sind diejenigen, die zu dir kommen und sagen, der Sohn so hat über dich das gesagt und der Sohn so hat das gesagt. Und er will nicht dadurch was Gutes und er möchte, Gott bewahre, seinen Zorn besänftigen. Er möchte gerne dadurch Unruhe stiften. Das ist eine Katastrophe. Diejenigen, die die Geschwisterliebe zerstören zwischen zwei Brüdern, mögen sich, eine Gesellschaft ist ein Zusammenhalt und er kommt und zerstört das. Durch was auch immer. Denn manchmal ist Schweigen besser als zu reden, auch wenn es die Wahrheit ist. Und diejenigen, die gerne hätten, dass die unschuldigen Menschen etwas Schlechtes widerfährt. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich mir überlegt, was hat das mit unserer Zeit heutzutage zu tun und wie kann man das übertragen? Naja, wenn das gilt, liebe Geschwister, wenn diese Leute zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in dieser reinen Gesellschaft es geschafft haben, sie zu zerstören, auseinanderzubringen, dann natürlich sind wir dieser Gefahr erst recht ausgesetzt. Und so müssen wir erst recht aufpassen, dass nicht wir in dieser kleinen Familie, in der wir uns hier befinden, auseinanderdriften. Und deswegen, liebe Geschwister, ist mein Anliegen, dass wir darauf achten, die Liebe und die Zuneigung unter uns zu verbreiten. Und das geschieht in erster Linie mit dem schönen Wort und mit dem guten Wort, dass Allah Azza wa Jalla laut Koran zu sich empor erhebt. Und dass wir unsere Absichten korrigieren und dass wir uns gegenseitig respektieren und uns gegenseitig ein schönes Wort sagen, einladen, verzeihen, aushalten, geduldig gegenüber sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Gesellschaft immer zusammenhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen, vor allem Übel, denn er ist derjenige, der zu imstande ist. Und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka an nabiyyina.